Ist Miller noch nicht da? Er ist mit McCreadys Team schon zu den Haupthangars aufgebrochen. Wir sollen sie dort treffen. Sind Sie bereit? Ja, dann mal los. Unglaublich. Weiß er, dass es eine ernste Bedrohung ist? Ja, das ist schon klar. Hunderte von Menschenleben stehen auf dem Spiel. Hoffe, Sie irren sich, Jensen. Ich auch. Schön. Schön. Ziehen Sie Ihre Männer ab, bis ich mit Ihnen gesprochen habe. Miller out. Planänderung. Mac, Sie und Ihr Team stoßen zu unserem Team aus London. Sichern Sie die Umgebung, bis ich Ihnen sage, Sie sollen vorrücken. Jensen, wir beide sind auf dem Dach. Gibt es ein Problem? Ende des Gesprächs. Nähern uns dem Zielgebäude. Ihr Mantel, Sie werden ihn brauchen. Ich muss Ihnen nicht sagen, was los ist. Sie wissen, wie es läuft. Da unten sind Menschen. Radikale, Augmentierte. Die von der Welt ausgeschlossen wurden und glauben, die einzige Lösung bestehe darin, alles auf ihrem Weg zu zerstören. Ihr Schmerz mag berechtigt sein, vielleicht sollte man ihnen zuhören. Aber nicht bei diesen Bedingungen. Auch wenn die Welt vor die Hunde geht, wir stellen uns gegen das Chaos. Alle Gäste dort unten zählen auf uns. Enttäuschen wir sie nicht. Direktor Miller, ich bin Nathaniel Brown. Danke, dass Sie die Sache diskret behandeln wollen. Wir hatten nicht wirklich eine Wahl. Sie haben mit dem Gesetz zur Unternehmenssouveränität gedroht. Ihre Abteilung in London hat einen ganzen Tag nach Bomben gesucht und nichts gefunden. Bomben sind nicht unsere einzige Sorge. Ich weiß, alle Speisen und Getränke wurden ersetzt. Ich habe zusätzliche Wachen von Tavos engagiert. Und alle haben Anweisungen, mit Ihrem Team zu kooperieren. Glauben Sie mir, ich nehme diese Drohung sehr ernst. Warum sagen Sie das Event dann nicht ab? Das ist nicht die erste Drohung von Extremisten gegen Safe Harbor. Optimierungsbefürworter glauben, wir nutzen ihr Leid aus und fördern weitere Fehlschläge wie Golem City. Und die Optimierungsgegner finden den Gedanken furchtbar, dass Augmentierte in Frieden leben. Die Absage dieses Events würde allen in die Hände spielen. Diese Männer sind keine gewöhnlichen Extremisten. Sie haben Talos Rucker ermordet und schieben der Augmented Rights Coalition die Schuld zu, falls ihr heutiger Anschlag gelingt. Ist das wahr? Woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir sind hier, weil eine glaubhafte Bedrohung für Sie und Ihre Safe Harbor-Konferenz vorliegt. Diese Männer wollen Sie aufhalten. Sie wissen von Ihrer Kampagne gegen das Humanrestitutionsgesetz. Sie wollen, dass es durchgeht. Opferzahlen sind Ihnen dabei völlig egal, aber uns nicht. Sie sind Agent Jensen, oder? David Seraph hat mir von Ihnen erzählt. Sie glauben es vielleicht nicht, aber auch ich rette heute Abend Leben. Das Leben Ihrer Leute.
Auf der Gästeliste stehen mehrere Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Und ich werde Sie davon überzeugen, wie falsch dieses Gesetz ist. Carlos Rucker konnte es nicht verhindern. Ich werde es schaffen. Wo treffen Sie sie? In einem sicheren Konferenzraum hinter der Empfangshalle. Ihre Männer in London haben ihn bereits durchsucht. Egal. Ich will den Raum selbst sehen. Und Agent Jensen soll sich mit Tavos Security absprechen, während der Rest meines Teams das Gebäude erneut durchsucht. Diskret, versteht sich. Der Leiter unserer Tavos-Abteilung heißt Liam Slater. Er wartet in der Sicherheitszentrale auf Ihren Mann. Gehen Sie zu ihm, Agent. Und halten Sie MacReady und mich auf dem Laufenden. Mr. Brown, zeigen Sie mir den Konferenzraum. Alex, ich bin im Apex Center. Brown empfängt hier heute Abend Mitglieder des Sicherheitsrats. Sympathisanten der Opti-Rechte. Sie verstehen, dass Sie um jeden Preis geschützt werden müssen. Janice? Haben Sie mich abgehört? Entschuldigung, aber die Lage schien es zu erfordern. Falls ich heute Ihren Rat brauche, frage ich Sie. Die Illuminaten haben schon einmal versucht, die menschliche Evolution zu steuern. Und jetzt wollen einige von ihnen ihresgleichen offenbar vollständig auslöschen. Wir müssen sie aufhalten. Brown und die Leute, die er heute trifft, könnten die einzigen sein, die dazu in der Lage sind. Adam, Janice hat recht. Abwarten. Miller, MacReady, Marchenkos Männer haben die Sicherheitszentrale. Steh unter Beschuss. Scheiße. Okay, Männer. Damit hatten wir gerechnet. Mac, wie weit noch zur Sicherheitszentrale? Betreten das Trip. Scheiße, Türen dicht, Sicherheitsabriegelung. Ich kann nur zurück. Jensen, in Slaters Büro müsste es einen Überbrückungsschalter geben. Entriegeln Sie mit ihm die Türen und bringen Sie Mac und sein Team wieder ins Spiel. Getroffen! Tracing-Programm in Zugriff.
Jensen, wir sind ausgesperrt. Aufzüge, Treppen, alles. Was ist da oben los? Jensen, haben Sie schon mit Slater geredet? Negativ. Scheiße. Die Sicherheitszentrale kontrolliert alles in diesem Gebäude. Finden Sie heraus, was zum Teufel hier läuft. Bin dabei. Ich melde mich, sobald ich in Slaters Büro bin. Ziel wird hochgeladen. Position bestätigt. Verifiziert. Position ist negativ. Ziel markiert. Bitte komm. Roger. Ziel erhalten. Negativ. Zurück zum Posten. Ich habe hier Aktivität. Thank you.